Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Grounded im Early Access. Mein Name ist Peter D. und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, wir machen gleich wieder 1:1 weiter. Oh, okay. Da ist ein Maikäfer. Der ist cool, der ist lieb. Wir machen gleich weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Man sieht, die Sonne steht schon tief. Das heißt, es wird bald dunkel. Was bedeutet, ich sollte mir langsam aber doch etwas bauen, um mich zu schützen. Und natürlich muss ich gleich dazu sagen, ich habe gestern, nachdem ich die erste Episode aufgenommen habe, selbstverständlich versucht, das Spiel Multiplayer zu spielen. Ich habe es mit einem Freund probiert und wir haben es auch hinbekommen. Es ist aber ein wenig mühsam. Das bedeutet, einer muss eine Lobby erstellen. Da muss er erstmal ein paar Mal drücken, bis es überhaupt funktioniert. Und dann muss der Freund oder die Freunde, die mitspielen wollen, quasi einfach auf Join gehen geben. Hallo du. Nimmst du mir wieder was weg? Nein? Du bist cool? Okay. Und dann müssen die Freunde eben auf Join Games gehen und das wahrscheinlich auch mehrmals machen, bis dann eben das Ganze auftaucht und dann muss man denjenigen joinen und da haut es einen auch ab und zu mal wieder raus und dergleichen. Es ist halt noch ein bisschen buggy, aber ja, es ist ein Early Access Game. Es ist jetzt gerade mal 2 Tage heraus oder heute den 2. Tag heraus. Also ich kann da gerne Augen zudrücken. Beide sogar, denn ich finde das Spiel einfach geil. Es schaut super gut aus, es ist ein Survival-Game, auf die ich ja sowieso gern stehe. Also ich habe ja mehrere tausend Stunden in Ark schon verbracht. Was? Hey du? Was geht? Ameise. Und habe natürlich auch ein paar Sachen rausgefunden, von denen ich anfangs noch gar keine Ahnung hatte. Wie zum Beispiel eben das Crafting-Menü ein bisschen besser nutzen. Ich habe mit meinem Kumpel dann sogar schon angefangen, eine richtige Base zu bauen. Oh, was ist das? Ja, warum nicht? Und ja, das möchte ich jetzt natürlich auch versuchen hier zu tun, bevor es ganz dunkel wird, denn wir hatten gestern im Coop das Problem, dass ja, sobald es dunkel wird, kommen dann irgendwie die großen bösen Viecher. Spinnen und so, die ich nicht unbedingt brauche. Aber das ist ja jetzt einmal egal. Ich möchte jetzt mal schauen. So, wir haben, was haben wir denn da? Gantfuss, Gnatfuss, okay, ja, cool, von mir aus. Gnatroast. Ah, ich glaube, das ist Essen, oder? Ich weiß nicht. Nichtsdestotrotz. Ich möchte jetzt mal anfangen, da Sachen auszuwählen. Natürlich, haha. Und anfangen zu bauen. Das Einzige, was ich noch nicht rausgefunden habe, ist bei diesem Ding. Ich glaube, der Pfeil muss nach außen schauen. Wenn ich mich nicht komplett täusche. Aber das werden wir gleich sehen. Das Baumenü ist ja eigentlich ziemlich cool, muss ich gestehen. Also, das würde ich mir bei Ark so wünschen, dass das so simpel ist. Aber man kann nicht alles haben. Ne, machen wir das ruhig ein bisschen schräger, oder? Ne, da kann man dann. Ja, wurscht, egal. So, ne, ich will das. Ja, genau so. Okay. Nee. Ich höre da die ganze Zeit irgendwelche Sachen. So, ich muss natürlich auch Platz lassen für eine Türe, selbstverständlich. Da gibt es anscheinend keine Innen und Außen. Habe ich auch kein Problem damit. So, das schaut schon mal gut aus. Ja, von mir aus. So, und jetzt ist es wieder interessant. Ich kann das wieder nicht platzieren. Warum kann ich das nicht platzieren? Geht das nicht? Geht das?
das haben wir doch gestern auch irgendwie zusammengelegt. Das ist, was ich nämlich auch noch sagen wollte, was den Coop momentan angeht, es ist halt leider Gottes auch so, was uns aufgefallen ist, oder was uns passiert ist, ich weiß nicht, ob es jedem passiert oder so, uns ist es auf jeden Fall passiert, dass man, wenn einer jetzt etwas platziert und der andere, ja, ist nicht in der Nähe, sagen wir es mal so, nicht in Renderdistanz und kommt dann quasi in die Nähe oder zurück in die Base, wie auch immer man sagen will, dass für den das dann ganz woanders steht. Also das, wie gesagt, es ist noch ein wenig buggy. Ich verzeihe dem Ganzen aber, um ehrlich zu sein, mich stört das nicht. Denn ich will wissen, wie weit man es da treiben kann in dieser Early Access Version. So. Ja, da habe ich ja noch einiges vor mir. Klopf am besten so. Okay. Zack. Danke. 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 Schwupp. So. Was ich jetzt auf jeden Fall machen werde, dadurch, dass es jetzt wirklich schon dunkel ist, ich werde jetzt einfach pennen gehen. Tada. So, nächste Tag ist angebrochen. Das finde ich auch cool, dass man da so die Nacht durchschlafen kann, wie zum Beispiel bei Minecraft. Doofes Beispiel, aber ja, da ist es auf jeden Fall so. Was ist da vorne? Achso, Pilze. Na, Pilze habe ich eh. Habe ich mal ein paar Pilze da rein. Okay, das reicht schon mal. Was ich jetzt auf jeden Fall noch brauche, ist Wasser. Ich muss unbedingt was trinken, denn, ja. Ich habe da ein bisschen am Durst, kann man sagen, aber ich könnte ja auch da nach hinten laufen zu diesen Trinkpäckchen. Genau, weil da sind auch immer wieder ein paar Tropfen. Sehr gut. So. Laufen wir wieder zurück. Ich möchte das da jetzt fertigstellen. Muss ich noch ein bisschen Grashalme umhacken, klar. Ja, nehmen wir gleich da, die was ganz dicht dran sind am Zaun. Ja, warte mal. Dich kenne ich noch nicht. Wo ist meine... Da. Nee, so. Wo bist du? Käfer, komm zurück. Dich. Dich will ich. Hey, warte, warte, bleib da. Cool. Haben wir wieder was Neues gefunden. Ein Stuffed Weevil. Okay. Ich glaube, das war so ein Nasenbär. Also Nasenrüssel-Dingens. Käfer. Keine Ahnung. Bin kein Anthropologe, kenne mich mit diesen Dingen nicht aus. Ich bin ein Gamer. Ich will einfach noch zocken. So. Ich möchte auch schon mal Danke sagen für diverse Tipps und Tricks, die ich da bekommen habe. Also, da wurde natürlich auch schon brav fleißig in den Kommentaren hineingeschrieben. Bin ich immer wieder dankbar dafür. So, das passt. Da haben wir auch noch ein paar Grashalme oder Stücke herumliegen. Warum ich das jetzt unbedingt zusammenbauen will oder diese Barrikade aufbauen will, hat damit zu tun, dass bei meinem Kumpel und bei mir, wie wir gezockt haben, in der Nacht plötzlich irgendwann einmal so Spinnen auftaucht sind. Und das macht dann keinen Spaß, wenn die kommen. Deswegen möchte ich mich natürlich irgendwie ja, einbarrikadieren können, sagen wir es mal so. Oder verbarrikadieren können. Ich habe einfach keinen Bock, dass Spinnen zu mir kommen. Ich meine, ich habe keine Arachnophobie. Aber uns ist da gestern eine Vogelspinne, oder ich glaube eine Wolfsspinne war es, so hat das Ding geheißen, eine Wolfsspinne
ziemlich am Arsch gegangen und hat uns da die ganze Zeit verfolgt und hat uns dann sogar die Base kaputt gemacht. Aber das lag daran, weil wir es dann einfach übertrieben haben und auf das Ding natürlich losgegangen sind. Ey, klar. Hey, Ameise. Und betreffs Ameisen hat man mir geschrieben, dass man die füttern kann und die dann cool sind oder so. Ich meine, die kleinen Arbeiterameisen sind sowieso cool. Die machen ja nichts. Die klauen ab und zu mal nur Nahrung oder so aus dem Inventar. Aber man sollte angeblich füttern können. Hey du, es geht. Kann ich dich füttern? Wir kriegen ja eigentlich irgendwas in die Select. Nee. Da tue ich sie automatisch essen. Das muss ich mir nochmal anschauen, wie man dann irgendwas in die Hand nehmen kann. Aber ja, das möchte ich auf jeden Fall ausprobieren, eine dieser Ameisen zu füttern. Und es gibt mehrere Ameisenarten. Also es gibt diese, unter Anführungszeichen, kleinen, diese hier. Hey du, was geht? Die sind relativ cool, die machen nichts, aber dann gibt es auch etwas größere. Das sind dann so wie Soldatenameisen oder dergleichen. Die sind dann schon ein bisschen aggro. Da braucht man nur dran vorbeigehen an denen und die gehen sofort auf einen los. Nein, das wollte ich ja gar nicht. Das heißt, vor denen muss ich mich ein bisschen in Acht nehmen. Die sind nämlich super stark. Die haben uns da ein bisschen in Allerwertesten aufgerissen gestern. Das heißt, man muss wirklich in das Spiel ein bisschen aufpassen. Oh, cool, danke. Denn einfach ist es nicht. Also, man stirbt da relativ schnell, wenn man nicht wirklich gut aufpasst. Okay, das schaut schon mal gut aus. Wo ist denn jetzt der Rüsselkäfer? Da war ja gerade einer. Nee? Okay, egal. Tun wir mal kochen. So. Eine Blattlaus und ein bisschen Fliegenfleisch. Ich will da immer wieder sagen Baumfeld, aber es ist ja kein Baum. So, was mache ich jetzt wegen dem Zeugs da? Legen wir die mal weg. Oh, da liegen noch ein paar, okay. Soll ich auch nicht nennen. So, probieren wir es nochmal. Ob es mich jetzt platzieren lässt, so wie ich will. Ich meine, das wäre jetzt mal nicht so schlecht, da wäre mal die Ecke abgedeckt, aber ich will das hier ran haben. Sollte ja wurscht sein, ob es eine Kollision gibt, oder? Probieren wir es noch einmal. Nee. Ja, dann machen wir das halt so. Das wird schon irgendwie hinhauen, denke ich mal. So, perfekt. Gut, das heißt, wir haben jetzt eigentlich schon fast alles fertig. Das Einzige, was uns noch fehlt, sind hier Wurfenfiber und einmal Wheatstem. Und die Wheatstem kriege ich aus diesen, wo sind sie denn? Da, Löwenzahn. Diese Dinger. Wenn man die umhackt, kriegt man da diese... Wow, was ist da los? Ameisenarmee verfolgt einen Rüsselkäfer. Der arme Tute. Egal, ich hack da mal diesen Löwenzahn um. Sehr gut.
So. Okay, ich hätte nur eins braucht, von mir aus. Legen meinen Rest auf die Seite. Jetzt muss ich mal auf jeden Fall diese Woven Fiber machen. Also habe ich hier genug. Perfekt. Ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche, aber ich mache einfach einmal. Sehr gut. Und jetzt habe ich auch eine Türe. Gut. Dann fühle ich mich schon etwas sicherer hier herinnen. Was ich auf jeden Fall noch machen möchte, ist... da fehlt schon wieder Essen. Ich habe doch ein Fleisch und eine Blattlos drauf gerade, oder? Bam, bam, bam. Wie viel News? News. 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 Ja. Anscheinend ist da einfach wieder was weg. Ich hoffe, das passiert nicht wieder. Genau. Ich werde jetzt mal zurücklaufen zu dem Analysezelt. In der Hoffnung, dass ich jetzt die paar Sachen, die ich da habe, untersuchen kann. Da mal wieder eine Blatt... eine Zecke oder sowas. Die werde ich natürlich auch mitnehmen. Stein, warum nicht? So, dann tun wir wieder ein paar Sachen scannen. Tun wir als allererstes einmal... Was haben wir da? Maidfass. Weevil News. Ich habe mal gesagt, ich tue mal das Wovenfiber analysieren. Weil das ist immer in einer Ressource. Au, dumme Fliege, lass mich auch. Okay. Ich tue mal die Sachen analysieren, die ich für Spawn benötigen kann. Oder vermute, dass ich diese benötige. So, da hätte ich jetzt noch zwei Sachen, aber mit denen kann ich nichts anfangen. Du doofe Fliege. Nein, ich will nicht da. Genau. Ich will die Ameise aber nicht erwischen, weil sonst wird die Ameise arg auf mich. Also, wo bist du? Da liegt der tote Fliege. Schnapp sie dir. Oh ne, sie rollt weg. Na, dann schnapp ich sie mir. Gut, ich kann momentan nicht mehr analysieren. Hey, hey, was geht? Nein, Plantfiber. Okay, kann ich dich nicht füttern? Irgendwer hat mir geschrieben, dass ich dich füttern kann. Komm zurück, ich will dich füttern. Hey du, was geht? Ich nenne dich Anthony. Kaum gibt es den Ding einen Namen, rennt's weg. Okay, laufen wir mal zurück und fangen an, in der Basis vielleicht wirklich nützliche Sachen zu bauen. Denn das Inventar wird langsam voll. So. Steine brauche ich auch nicht unbedingt im Inventar. Ich muss mir das noch anschauen, wie ich das genau mache mit den Zuordnen von den Sachen. Ich werde mir hier auf jeden Fall mal Nahrung reinhauen. Ja. Okay, gut. Nichtsdestotrotz, ich will was bauen. Es gibt jetzt... Ah, da habe ich die Lampen freigeschalten. Die sind auch ziemlich cool. Unterschlupf. Werkbank. Was?
Hat mich da schon wieder so eine dumme Fliege gestupst. Egal. Ich brauche auf jeden Fall Grashalme. Sehr gut. Auch wenn ihr euch jetzt fragt, warum hupft denn der da immer hin und her? Er hat sich ja extra eine Türe gebaut. Ja, das habe ich, aber ja, das geht schon schneller. Genau, ich hätte gerne eine Workbench. Die kann man ja mal da herstellen. So. Perfekt. Ah ja, ich depp. Das ist ja das Coole an dem Game. Ich kann ja Sachen schon per Bauplan im Vorhinein platzieren quasi. Man muss ja dann nachher nur die Ressourcen hinzufügen. Scaffold, Triangle, Scaffold. Okay, es werden so ähnlich wie Fundamente sein, vermute ich einmal. Ich verstehe noch nicht, warum die da so in den doofen Winkel irgendwie sind. Egal. Was haben wir noch? Ich hätte gerne so eine Lampe. Dry Grass. Ja, warum nicht? Ah, ich muss ich an der Wand anbringen. Okay, auch cool. So, jetzt brauche ich noch dreimal Gras. Meinen die das damit? Nee. Okay, das sind eben diese Stämme. Okay. Trockenes Gras. Ah, mal da. Hey, Ameise, was geht? Ah, da haben wir diese Dinger, genau, diese. Dandelion-Tuft. Kein Plan, was das ist. Ich freue mich, wenn schon eine deutsche Version rauskommt oder die deutsche Übersetzung. Die auch mit einem der nächsten Updates kommen sollte. Zack. So, das sind aber diese, genau, trockenen Gras. Haufen. Junks. Wie auch immer. Okay, cool, cool. Ha, und schon habe ich hier eine Wandlampe. Yay. Okay. Als nächstes würde ich mir gerne eigentlich so einen Basket bauen, also so einen Korb, wo ich Ressourcen reinstopfen kann. Dann werden wir vielleicht gleich einen hierher und einen hierher. Warum nicht? Oh no, jetzt habe ich das aufgelöst. So. Perfekt. Was brauche ich dafür? Kleeblattblätter und Wufenfiber. Was geht? Doofe Fliege. Wird gleich kocht, die Fliege. So schaut's aus. Jetzt habe ich das Licht ausgemacht, oder was? Ja. Hä? Wie bist du jetzt da reinkommen? Und warum gleich mehrere? Kann ich dich jetzt füttern mit dem? Okay, von Gnant nach Gnant Roast hier, Gnant Roast da. Ich check's nicht. Warum sind die jetzt zu dritt? Die vermehren sich da herin und ich krieg die absolute Krise. Und jetzt ist die von da vorne weg. Hey, ihr Ameisen macht mich wahnsinnig.
Ich glaube, das wird dann noch so ein kleines Problem sein, dass wenn die Wände und das Ganze nicht gerendert sind, dass die Ameisen quasi durchlaufen können. Das ist nur so eine Vermutung von mir, das kenne ich halt einfach schon aus so Spielen wie Ark zum Beispiel. Da war das ja auch immer so. Kaum war die Renderdistanz so hoch, dass die Gebäude nicht gerendert waren, sind da plötzlich Dinosaurier in deiner Base herumgelaufen. Aber ja, ist nur so eine Vermutung. Kann aber natürlich auch einfach nur ein dummer Glitch sein oder einfach noch ein Bug. Aber wie ihr gesehen habt, waren da jetzt Ameisen in meiner Base. Ich meine, solange es nur die coolen sind, die netten Ameisen, die einem nichts tun. Habe ich kein Problem damit. Aber wenn das dann irgendwie so diese Soldatenameisen sind, jetzt sind sie wieder weg. Okay. Ich sage mal gar nichts. Ich baue das da fertig. So. Jetzt kann ich da nämlich anfangen, Ressourcen reinzuklopfen. Das heißt, wir. Jetzt bist du schon. Wo kommt sie hier dauernd her? Hier tust du jetzt meinen Korb durchsuchen, oder was? Ich werfe da jetzt mal rein. Ah, Spoiled Meat, okay. Okay. Also, wenn das Fleisch auch verfallen kann, das ist natürlich eine interessante Sache. Ich werde jetzt einfach mal alle Ressourcen reinklopfen, die ich aktuell nicht bei mir brauche. Ich habe keine Ahnung, wozu ich das brauche. Ich gebe das jetzt auch rein und dieses Zeugs da auch. Und diesen Gnatfoods da auch. So. Und da haben wir rein das verfolgte Fleisch. Ach, das hätte ich drüben reinmachen können, egal. Ach, die Spring kann ich noch da reingeben. Dann nehme ich das hier raus. Und das. Und gebe es auch hier rüber. Sehr gut. Und da habe ich schon wieder eine ganze Ameisenarmee vor meiner Türe. Und herinnen ist aber keine. Das ist. Geht? Was macht sie da? Das ist ja mein. Die geben mir nichts, die räumen da meine Sachen aus. Was geht mit dir? Hör auf damit. Ich hab's genau gesehen. Okay, wie gesagt, es ist noch ein klein wenig buggy. Hey, wenn du. Hey. Alter, Ameise, hör auf damit. Falsche Taste. Jetzt kommt da drüben auch schon wieder eine. Hey, was macht sie? Jetzt sind. Ich hätte das vielleicht nicht unbedingt so nah zum Dings bauen sollen. Jetzt habe ich da lauter Ameisen erinnern. Kann ich was kochen? Ja. Ihr neugierigen Schweine, ihr räumt mir da alles aus. Ja, ihr seid's gemeint. Lasst es doch da drinnen. Jetzt ist alles weg, was ich da drinnen gehabt habe. Nein, da liegt noch ein bisschen was.
wenigstens lassen sie die Ressourcen halbwegs in Ruhe. Aber da, wissen Sie, Ameisen halt. Aber solange sie nicht rabiat sind und irgendwie irgendwas kaputt machen. Na, jetzt habe ich mich kurz umgedreht und jetzt sind sie wieder weg. Das hat wirklich mit dem Rendern zu tun. Da ist schon wieder eine. Die will da raus. Dann drehe ich mich kurz um. Drehe mich wieder hin. Okay, sie ist noch immer da. Ihr doofen Ameisen. Egal. Ich sehe, es wird schon wieder dunkel und wir sind auch schon bei der Minute 30 angekommen. Das heißt, ich werde hier jetzt wieder einen Cut machen und schlafen gehen. Und wir sehen sich dann morgen wieder. Wenn ich rausgefunden habe, wie ich diese doofen Ameisen aus meiner Base rauskriege oder davon abhalte, in meine Base zu kommen. Egal. Ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.